Ike nimmt auf, er darf zuerst ran. Hast du, Ike, hast du zu sich ein Feuerzeug im Inventar? Ich habe ein Feuerzeug im Inventar. Feuerzeug brauche ich nicht. Falls es ausgeschossen wird, instant. Eieiei, stimmt, da erinnerst du mich gerade an was. Ike, ich nehme das Buch mit, für Sachen eintragen. Was für ein Buch? Ja, gut, ich hätte das jetzt mir alles gescreenshottet mit Koordinaten und so weiter. Aber was ich mich frage, warum diese Eisengolem sich kein Millimeter mehr vom Flick bewegt. Klick ihn doch mal an. Hab ich eigentlich noch nie. Ah. Das ist ein Händler und kein Eisengolem. Das habe ich nie, bei mir stand die Überschrift, nee, da habe ich nie den Tag grün gesehen. Habe ich noch nie eigentlich angeklickt, muss ich ehrlich sagen. Ernsthaft, Spawner kostet jetzt Conduits. We need to get deeper. Ja, ja. Weil Darko wollte, dass es ein bisschen teurer wird. Können wir hinterherkommen? Ja, wir sind hier safe. Wir sind in einem roten Walddingsbums. Und hier ist sogar eine Kiste mit Feuerzeug drin. Geil. Rot ist doch. Rotes Biom war doch. Das kriegst du nicht. Rot ist friedliches Biom. Ja, den Boden kriegst du nicht hin, abgebaut ohne Silktat. Was war das denn? Was? So. Das war eine Netherwarze. Was war das? Kannst du mit Goldhacke gut abbauen. Kann mir mal kurz die Koordinaten vom Portal jemand diktieren? Ja. Minus 1099. Minus 1000. 72 minus 799. Nochmal, Y-Koordinate war minus, Z-Koordinate war minus, also die zweite. Die X-Koordinate? Ja, scheißegal, die zweite. 72 Y und Z war 799. Ey, Bros. Ich will mit euch handeln. Minus 799 oder plus? Plus. Oh, falls sich hier ein Gas hin verirrt. Ach ja, stimmt, du kannst ja jetzt mit den handeln auch. Nee, das. Die Kiste öffnen. Hier sind Leute in der Nähe. Oh. Haben sie aber nicht. Nee, das haben sie jetzt mitbekommen. Eieiei, die sind auch flott unterwegs. Ja. Türen haben wir nicht zu verlegen. Ja, doch. Echt an alles so gedacht. Vor allen Dingen, eigentlich dürfte sich hier ja kein Gast hin verirren, weil das ja friedliches Biom ist. Oder war das blaue Biom? Ich meine aber, das Rote war friedlich. So, ich hab ja an alles gedacht. CO2-Gamer? Ey, ich kann grad nicht, ich werd verfolgt. Rot oder blau friedlich? Kurze Frage, dürfen wir bei dem Typ sich Quarz abbauen? Ja. Nur keine goldenen Sachen. Nur keine goldenen Sachen und keine Truhen, Kisten oder Schalker-Kisten etc. öffnen. Nein, das war nicht das Friedliche, hier sind die Schweine. Ja, doch, die dich auch verfolgen, meine ich. Die sind greifen doch an, die Schweine. Ach, die Schweine. So, das Einzige, was ich hier brauche, ist Netherite und... Ich brauche Quarz. Netherite und blaues Holz. Ich brauche ganz viel Quarz. Darko, könntest du mir auch mal kurz die Cordies nochmal reinstecken? Minus 1100. Bist du immer noch böse, wenn ich dir was gebe? Ja. Nee, sobald ich ihm was gegeben habe, ist er nicht mehr böse auf mich. Nein. Inwiefern, was musst du denn geben?
Gold. Gold, du kannst mit dem handeln, mit Gold. Ach ja, stimmt, da war was. Du droppst den Gold, du rechtsklickst die mit Gold-Ingots. Und werfen dir die Sachen zu. Ich hab Soul Sand. Nice. Allein, Justin, hast du sie jetzt mitgeschrieben? Minus 1100? Nee, ich müsste mir jetzt erstmal einen Stift besorgen oder einen Zettel. Aber da sagst du was. Minus 1143. Und minus 109972. So. 799, oder? Darko? Yep. Nice, nice. Nice, ja. Wie sieht das eigentlich aus, dieses Netherwald? Das ist braun. Das ist wie. Ja, also da musst du eigentlich fast bis auf eine Null-Koordinate. Und das stimmt wieder nicht. Ich hab fast gesagt. Denn. In der Regel. Und ja, unterhalb des Lavasees. Bis zum Bedrock. Ja, ich hab's überall sein. Oft, ja, aber ich hab's öfters gefunden, wenn man relativ zwischen 0 und 10 die Bauhöhe ist. Hab ich öfter gut gefunden eigentlich, muss ich sagen. Au, du verkacktes Drecksschwein. Jupp, ich hab auch Soul Sand und Soul Soil. So ist Soil schon mal geil, damit kann ich meine Wege wieder bauen. Ich habe Wege. Ja, Soil macht sich für Wege richtig geil, weil das richtig gut aussieht. Und du bist trotzdem schnell drauf unterwegs. Stimmt, ja. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich irgendwie unter einen Lavasee zu graben? Ja, natürlich. Mhm. Ja, musst du an den Anfang vom Lavasee finden. Das ist sogar einfacher als alles andere. Ich brauche jetzt aber erstmal blaues Holz. Darko geht schon wieder gleich auf Netherite, anstatt sie erstmal Nether anzugucken. Ja. Ich habe nichts verstanden, weil ich gerade bei mir weg war. Du gehst erstmal gleich aufs Netherite, anstatt dir den Nether anzugucken. Hab ich mal geschaut, 2 Sekunden lang. Außerdem, ich geh mich aufs Netherite, ich grab mich gerade oder baue mich gerade rüber zu dem Glowstone. Ich hab ein Gas, das gefällt mir nicht. Ich geh direkt auf Netherite. Oh. Spawnte auf einmal vor mir direkt ein Gas. Dann schieß den Feuerball zurück. Das brauche ich nicht. Das bleibt erstmal alles drin, die Kiste. Warum habe ich die Kiste im Inventar gehabt? Was soll ich das wissen? Hast du vielleicht die vom Dingsbums abgebaut? Du hattest da ja eine Kiste gefunden. Nee, die habe ich gelassen. Interessant, irgendwie greift mich der Gast gar nicht an. Und dann hast du Glück. Soll ich jetzt begeistert sein oder mehr eben Aufruhr? Du solltest begeistert sein. Schöne Wortspiele. Fuck, da kommt sogar Lava raus. Oh, ich hab sogar Gold gefunden. Oh, wie klar das war. Irgendwie kann man alles mit Sneaken abbauen, außer Glowstone natürlich. Ja, und das Gold hier drin kannst du auch mit Sneaken abbauen. Was droppt da eigentlich für ein Gold? Nuggets. Außer du baust mit Zick-Touch-Up und brennst es dann. Das Lustige ist aber hier... Dann kriegst du doch Waren, oder? Mhm. Das Lustige hier ist. Das Gold kannst du auch nicht abbauen hier. Das Lustige hier ist aber, du kannst.
Hier kannst du das zusammen craften zu Ingots. Auf Eldercraft ist das deaktiviert. Warum das? Keine Ahnung, da steht halt da, die Qualität ist zu low, um es zu verarbeiten oder zusammen zu craften. Deswegen kann man die Teile beim Admin-Shop dort verkaufen. Das ist eine tiefe Schlucht. Nein, da gehe ich nicht rein. Nein? Nee. Ich suche halt blaues Holz für meinen Keller. Brauchen wir einen Warp Forest. Aber ich muss... Ob wir einen brauchen oder wofür wir einen brauchen? Nee, Ike sucht blaues Holz, das ist Warp Forest. Also. Aber ich bin erstmal wieder am Portal angekommen. Juhu! Wir haben halt einen scheiß Spawn an sich so für Netherite holen, weil ich komme hier nicht nach unten. Ich werde erstmal gerade verfolgt. Es gibt einfache Methoden, selbst durch den Lavasee zu kommen. Nein, nein. Ich renne gerade um mein Leben. Aber die Methoden werde ich nicht preisgeben. Ja, ich weiß schon eine Methode. Dafür müssten wir erstmal eine Festung finden. Nee, nee. Ganz ohne Festung. Wie beseitigt man Lava in Vanilla Style? Wie beseitigt man Justin? So. Gravel, ja. Was Scheiße. Das würde in dem Fall zu lange dauern. Ja, man hat doch Zeit. Aber ich weiß nun glücklicherweise, wie ich gestorben bin. Wo ich gestorben bin. Nicht wie, wo. Oh Mann, hier ist echt ein Lager. Boah, ey, diese hässlichen, fetten Schweine, ey. Irgendwie erinnern die mich an jemanden. Ey. Wie Darko sich direkt angesprochen gefühlt hat. An Darko habe ich da jetzt gerade irgendwann ernsthaft nicht dran gedacht. Weil sonst bin ich wirklich immer den du so bezeichnest. Nee, an dich habe ich da gerade gar nie so gedacht dabei. Mag zwar komisch klingen, aber es ist wirklich so. Ich habe da eher an eine weibliche Person gedacht. Aber hey, ich habe schon wieder 17 Level. Was will ich mehr? Fuck ist Blackstone. Ja, neue Steine. Was? Wie wo? Cobblestone des Nethers. Genau, du könntest jetzt auch im Nether das Spiel durchspielen. Theoretisch. Weil es hier Holz und Dings gibt. Ja. Es gibt hier sogar Basalt. Ich habe übrigens schon Soul Speed 1. Ich habe Schuhe mit Soul Speed 1 bekommen. Ja, ich bin gerade im Standard, ne? Sag geil. Das sieht schon mal herrlich hier aus. Das Schöne ist, wenn sie dich einmal angegriffen haben und die dich erledigen, dann greifen sie dich kein zweites Mal an. Also, nicht wieder, wenn du reingehst im Nether. Aber das könnte. Ike? Ja. Was hältst du? Ich meine, man kann mit der Game Rule auch ein bisschen rumspielen, bestimmt, oder? Kommt drauf an, was du möchtest. Also, man kann einstellen in den Game Rules, meine ich, dass Picklins, wenn einer der Spieler dir geschlagen hat oder halt Gold abgebaut hat, dass sie auf den gesamten Spieler-Aggro sind. Oh, nee.
Das ist kacke. Bin ich ganz ehrlich. Einfach immer reintrollen. Müssen wir von mir aus nicht anmachen, aber das ist mir gerade so eingefallen. Das wollte ich einfach nur mal erzählen. Nee, also da muss ich ehrlich sein, das ist ja so schon hart genug, weil die Mobs in der Overworld alle leveln tun. Und... Nur die in der Overworld? Nee, aber es ist wirklich so jetzt, wenn hier jemand, ich sag mal... Ja, zwei zusammen unterwegs sind und der eine denkt sich so, ach ja, komm, lass mal ein bisschen Spaß machen, haut den einen. Die sind dann auf alle aggro und der Partner ist dann der Einzige, der stirbt, das wäre dann richtig scheiße. Mit dir möchte ich handeln. Du siehst doch aus, als hättest du was Geiles für mich. Oh, scheiße, nein, lass mich hier raus, nein. Das ist nichts Geiles. Oh, leck mich am Arsch. Ich Gut, hier bleibe ich. Etwas ich habe jetzt ein etwas problematisches Problem. Ich nicht, ich habe eine fette neue Festung gefunden gerade. Ja, ich laufe ohne Goldhelm, fällt mir gerade so auf im Net herum. Du kriegst das schon hin. Danke, dass du an mich glaubst. Naja, eher weniger, aber okay. Danke. Also, die Festung hier gehört mir. Die werde ich jetzt schön looten. Ach, shit, was jetzt reicht das Gold nur für Schuhe, aber egal. Das sieht aus wie ein Baumstamm. Das ist ein Dings. Netherite. Untimed Hybris. Ancient heißt das, aber egal. Ja. Daneben. Aber der war nicht mehr unterirdisch. Der war an der Oberfläche, witzigerweise. Holy! Auch tot, sehr schön. Beziehungsweise fällt gerade auf, was bringt uns Netherite, weil man kann danach nichts mehr auf Netherite bezaubern, oder? Doch. Ach, kann man auch noch? Ja, hat Justin mir erzählt. Ja, das geht. Okay, dann nehme ich zurück, weil sonst hätte ich gesagt, ich hätte ja noch auf Mending warten. Du kannst aber auch die Dia-Rüstung upgraden, aber weil es verzaubert ist, kannst du die dann nicht reparieren. Also wieder verzaubern. Da so ist war's die erste Kiste. So war's mein. So. Zum Glück hatte ich gerade so viel Gold in meinem Inventar, dass ich mir Schuhe machen konnte. Oh, Soul Speed! Ich hab Netherite Scrap. Nice. Was ist das jetzt? Das bekommst du auch, wenn du Agent to Grease abbaust. Die musst du nämlich noch mit Gold zusammencraften, um daraus Netherite Ingots zu machen. Mhm. Und daraus kannst du dann eine Rüstung daraus kannst du dann deine Dia-Rüstung upgraden in einen bestimmten Tisch. Oder du baust dir halt teuer eine eigene Rüstung. Man kann nur upgraden. Ich meine, die kannst du auch so bauen. Warte nochmal bitte, Schritt für Schritt. Ich habe jetzt dieses. Auch vier Agent Debris, die musst du abbauen oder? Nee, schmelzen, richtig? Abbauen kriege ich sie so. Du musst sie schmelzen, glaube ich, danach. Genau, okay, schmelzen. Schmelzen, dann kriegst du Netherite Scrap daraus. Dieses Scrap, vier von diesen Scrap musst du mit vier Goldbarren zusammen craften. Das ist ein Netherite. Nee, im normalen Crafting Table. Also. Dann kriegst du ein Netherite Ingot raus. Das musst du dann am Smithing Table, den ich zum Beispiel in meinem Haus stehen habe, mit einem Dia-Teil zusammen craften. Dann kriegst du ein Upgrade, also ein Netherite-Teil. Oder du machst das anders. Und damit würde ich auch immer aufpassen.
Weil damit, ich würde nicht die mit den Ingots die Sachen reparieren, sondern immer eine Dia-Rüstung machen und dann auf mit Ingot aufwerten und dann reparieren. Weil es günstiger ist einfach. Das ist so meine Meinung. Ja gut, das mit dem Reparieren vergessen wir nochmal, weil ich mein Ziel ist ja, Manning drauf zu haben auf der Rüstung. Ja, bis man Manning drauf hat halt. Bis dahin werde ich auch noch nicht auf Netherite upgraden. Warum nicht? Weil ich auch noch nicht alle Verzauberungen habe. Und ich das so wie Ike mache. Ich mache erst wieder eine komplette Dia-Rüstung. Verzauberung bleibt bestanden, wenn du upgradest. Ich weiß, aber ich habe ja eben noch kein Rüstungsteil, außer mein Schwert vielleicht, was ich voll habe mit allen Verzauberungen. Und da werde ich erst alles voll machen und dann werde ich schlussendlich upgraden. Ja, also wie gesagt, ich meine, du könntest auch mit den Nuggets eine eigene Rüstung machen, aber das wäre dann halt ein bisschen doof. Ich meine... Das schon 1 Deck und 42. Ja. Gefällt mir. Oh, Schwein gehabt, ey. Aber die beste Methode, um nach diesen Ingots oder nach diesen Blöcken zu suchen, finde ich, du craftest Better und lässt die explodieren unterm See. Nein. Also du findest an sich deutlich mehr, wenn du einfach eine fast Pickaxe hast. Ja? Okay. Ich hätte mal. Dann meine ich mal. Also in 1.16er, also es ist mittlerweile wirklich so, du brauchst einfach nur eine fast Pickaxe. Eine okay. Schnelle Pickaxe. Ja, war tiefer. Wenn ich, hier, ich habe diese neue Reittiere gefunden im Lava. Hast du eine Angel mit blauen Pilz oder sowas? Ja, aber ich habe nicht mal seinen Sattel oder so. Aber darauf sitzt dann das Baby Viech davon. Sag ich mal, das kleine Viech da drauf sitzt dann. Ich such grad auch eine Festung, einfach weil ich einen Blaze Rod und Magma Cream haben möchte. Nee, ich habe ja eine von diesen neuen Festungen hier. Eine Bastion. Das ist nicht so einfach. Du musst, dafür bräuchtest du jetzt einen Trichter, um die Kisten, ohne dass die das merken, aufzumachen, zu entleeren. Ich habe genug Steine, um mich einzubauen. Ich habe ein Schwert, was die zurückschleudert. Passt nicht, schon. Nicht. Ich habe ein unverzaubertes Schwert. Und ich habe sogar noch einen Goldapfel im Gepäck. Warum nicht? Und ich habe ja hier schon zwei Kisten geöffnet, also das juckt mich herzlich wenig. Ich wollte es ja nur mal sagen. Wenn die jetzt hier angeschissen sind. Für kommen, die nicht so gut in OP kämpfen sind. Bin ich auch nicht wirklich gut. Bin ich gar nicht gut dran. So, hier oben gibt es dann nichts mehr. Das heißt, ich kann auch runter zur Kiste. Zum Übergang. Das Schöne ist, diese Schweine, wenn sie zu viel Schaden bekommen haben, rennen weg von dir. Kommen ja, aber wieder. Cool. Was? Die kommen aber wieder. Ich weiß. Nur die mit der Armbrust nerven ein bisschen. Oh ja, sehe ich genauso. Vor allem, wenn du in so einer Festung bist, die komplett durchlöchert ist. Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, wo ich bin und wie ich zum Netherportal wieder zurückkomme. Ich orientiere mich da einfach an den Kordstand. Ja, dann mache ich ja auch so, deswegen habe ich sie mir ja aufgeschrieben. Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, ich bleibe aber halbwegs in der Nähe, deswegen. Ja, ich laufe und suche Quarz und in allen möglichen Himmelsrichtungen. Deswegen. So.
Ja, jetzt gerade habe ich das Problem, dass ich nicht mal ganz genau weiß, vom wo ich kam. Bin ich hier vorne? Ja, da vorne ist das Problem. Oh ey, das ist so schlimm. Ich habe vergessen, dass sich im Nether die Lava viel schneller ausbreitet. Ja. Nein. Fuck! Ich brauch die Blöcke in der Offhand. Sonst bin ich bald gefickt. Genau. Wenn ich mich jetzt so recht ersinne, müsste ich mich hier, glaube ich, nur durch, oder? Ich hab nämlich schon den Spawner von denen gefunden. Autsch. Wie gesagt, ich würde gerne Blaze-Rot haben und am besten mal Cream. Dann wäre ich zufrieden, deswegen bin ich auch noch im Nether. Also was ich möchte, ich nehme so eine gerne so eine so 4 oder 6 diese Nuggets. Ach du Scheiße, hier spawnen Magma Creams. Ich hab Magma Cream Spawner. Ja, das ist in jeder neuen Festung. So. Eigentlich ist ja in der Festung, das vergesse ich gerade die ganze Zeit. Eine bisschen ist das. Und da kannst du auch gute Farm mitbauen, jetzt theoretisch. Rein theoretisch. So, ich mach mal jetzt mal F3 an, ich will nach Hause. Ja, ich laufe in der richtigen Richtung. Man muss noch über 200 Blöcke wieder zurückrennen. Ich begrabe mich einfach quer durch den Berg. Muss ich ehrlich sein. Gucken, ob ich bis zu dem komme, ohne zu sterben. Dann kann ich den nämlich abbauen. Stimmt, den müsste Ike ja auch gedroppt bekommen. Ja. Stimmt, wir haben ja jetzt hier dafür Plugins drauf. Und ich hab ihn, Magma Cube Spawner. Und übelst viele Goldblöcke sind hier. Na, ich überlege gerade mal kurz. Was brauche ich? Ein Diamantschwert und wieder Netherite-Zeugs und ja, alles was ich brauche. Oh, hier ist sogar ein Netherite-Inge drinne. Hat jemand einen Sattel über? Nein. Nee, leider ich nicht. Hab nur einen. Obwohl, ich könnte vielleicht in der Oberwelt eine Kiste einsatteln haben. Wobei, gucken mal, ob ich hier auch so weiterkomme. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Sand mitgenommen. Ach, ich brauche heute noch eine Pickaxe mitnehmen. So, Netherite Ingot. Und noch ein Netherite Ingot. Ein Diamond Sword. Glowing Pfeile. Hier mal wieder Magma Cubes, Crying Obsidian. Das kann ich alles zusammencraften. Dann kann ich das Gold mitnehmen. Das kann hier rein, da können die Blöcke mit. Ich glaube, ja. Jetzt müsste ich mittlerweile... 15 Goldblöcke. Hab ich jetzt hier rausgeholt. 15 Goldblöcke. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Die Axt kann hier bleiben. Ah, hier, Lava fließt ja schneller in... Das hat Darko vor, weiß ich, 5 Sekunden gesagt gefühlt.
Das ist manchmal recht schwerhörig. Danke, Darko. Ist so. Ich sag ja nicht, dass das nicht stimmt. Ich sag ja nur danke, dass du das klarstellst. Boah, Schwengart. Aber ich hab's überlebt mit 3 Herzen.